Die Anatomie und Funktion der Menisken zu kennen, ist sehr wichtig, um auch wirklich zu verstehen, warum sie so eine wichtige Rolle für das Kniegelenk spielen. Zuerst einmal, um sich zu orientieren, wo die Menisken überhaupt liegen. Die Menisken liegen zwischen dem Oberschenkelknochen, der im Medizinterminus auch Femur genannt wird, und dem Schienbeinknochen, der Tibia genannt wird. Auf dem rechten Bild hier ist nochmal eine Draufsicht dargestellt, wo man sieht, dass es zwei Menisken gibt. Und zwar den Außenmeniskus, der sich auf der Außenseite befindet, also da, wo auch das Wadenbein ist, und der Innenmeniskus, der sich auf der Innenseite befindet. Was man hier auch schon ganz gut sieht, dass der Innenmeniskus mit dem Innenband verwachsen ist. Dieses ist hier in unserem Präparat durchgerissen. Der Meniskus besteht auch aus einer Art Knorpel. Der ist etwas anders als der Gelenkknorpel, denn er enthält Fasern, weshalb er auch Faserknorpel heißt. Hier hat man nochmal ein Bild von einem Präparat. Hier ist es jetzt umgedreht. Jetzt ist rechts der Außenmeniskus und links der Innenmeniskus. Was hier ganz gut zu sehen ist, dass die Menisken C-förmig sind und der Innenmeniskus etwas weniger Oberfläche des Unterschenkelplateaus bedeckt als der Außenmeniskus. Der Innenmeniskus bedeckt ungefähr 30% der Fläche und der Außenmeniskus etwa 70% der Fläche, weshalb er natürlich auch besonders wichtig ist für die Knorpelprotektion. Was man hier auch sehr gut sieht, dass diese zwei C-förmigen Strukturen am Anfang und am Ende im Knochen des Unterschenkelsplateaus festgemacht sind und somit eine Art Ringspannung aufbauen. Außerdem können sie dadurch, dass sie nur an diesen zwei Punkten festgemacht sind, sich natürlich in der Kniebewegung mit dem Knie mitbewegen. Wobei sich der Innenmeniskus etwas weniger mitbewegen kann, da er ja, wie vorher schon gesehen, am Innenband auch noch als eine dritte Fixation hat. Wie ist der Meniskus jetzt also mit dem Knorpel verwandt? Hier sieht man links nochmal ein Bild, wo das Knie längs durchgeschnitten ist. Oben sieht man wieder den Oberschenkelknochen, unten den Schienbeinknochen und die dreieckige Struktur in der Mitte ist der Meniskus. Der Meniskus liegt also zwischen den Knorpelflächen und kann somit Inkongruenzen ausgleichen. Außerdem kann es auch die Last verteilen, die die Oberschenkelrollen auf das Unterschenkelplateau ausüben und ist somit so eine Art Stoßdämpfer. Und kann dadurch natürlich auch den Druck reduzieren auf den Knorpel, der dann weniger abgenutzt wird. Und außerdem wird auch der Knochen, der unterhalb des Knorpels liegt und den Knorpel ernährt, geschützt. In Studien konnte auch gezeigt werden, dass der Meniskus nicht nur für die Lastverteilung wichtig ist, sondern auch für die Stabilität des Kniegelenks. Den tiefen Inhalt dieser Studie müssen Sie jetzt natürlich nicht verstehen, aber es ist auch wichtig zu wissen, dass auch die Stabilität oder die Stabilisierung des Kniegelenks eine wichtige Aufgabe des Meniskus ist. Dies lässt sich hier auch nochmal ganz schön darstellen. Hier auf der linken Seite, unschwer zu erkennen, ein Rad mit zwei Bremsklötzen und auf der rechten Seite ein MRT, wo man das Knie längs durchgeschnitten hat mit der Oberschenkelrolle unten und dem Unterschenkelplateau unten. Die Menisken sind hier wieder in gelb markiert und wenn man sich das mal anschaut, sieht man, dass diese ähnliche Funktion wie die Bremsklötze übernehmen, also stabilisieren und die Last verteilen. Wenn nun also der Meniskus beschädigt wird, konnte auch in biomechanischen Studien gezeigt werden, dass ab etwa einer 90%igen Schädigung des Meniskus der Druck auf den Knorpel signifikant zunimmt. Nach einer Teilresektion dieses Risses sind die Druckverhältnisse ähnlich. Ist der Riss so konfiguriert, dass man ihn nähen konnte, verbessern sich die Druckverhältnisse wieder. Wenn nun also ein Meniskus komplett an der Wurzel, also dort, wo er im Unterschenkel festgemacht ist, abgerissen ist und wurde nicht rekonstruiert, sondern komplett entfernt, konnte bei einer großen Kohorte an Patienten gesehen werden, dass nach ungefähr 10 Jahren fast alle Patienten eine Kniearthrose entwickelt haben und etwa die Hälfte der Patienten eine Knieprothese benötigten. War es möglich, den Meniskus zu rekonstruieren, haben nur etwa die Hälfte der Patienten eine Kniearthrose entwickelt und nur ein Drittel benötigten eine Knieprothese. Somit können wir nochmal zusammenfassen. Der Mensch hat zwei Menisken, einen Innen- und einen Außenmeniskus in jedem Knie. Das sind ringförmige Strukturen, diese sind beweglich und aus Faserknorpel. Sie sind jeweils vorne und hinten im Schienbeinknochen befestigt und verteilen den Druck des Knorpels der Oberschenkelrollen auf dem Knorpel des Plateaus des Unterschenkels. Zusätzlich stabilisieren sie auch das Knie. Reißt der Meniskus ein, erhöht sich der Druck auf den Ober- und Unterschenkel. Je größer der Riss ist, desto weniger Ringspannung hat der Meniskus noch übrig und desto höher ist der Druck auf den Knorpel.
Durch den erhöhten Druck auf dem Knorpel kommt es dann zu einer vermehrten Abnutzung, einem vermehrten Abrieb des Knorpels, der dann in Arthrose resultiert. Deshalb ist es so wichtig, den Meniskus zu schützen. Ja, vielen Dank an Frau Faber für diese wirklich schöne Einleitung. Das waren so ein bisschen die Grundlagen. Aber was auch schon rausgekommen ist, ist einfach die Bedeutung des Meniskus. Das ist ja schon beeindruckend, wenn man sieht, wie hoch die Raten von konsekutiven Arthrosen in der Bevölkerung sich darstellen, wenn der Meniskus eben in frühen Jahren verloren gegangen ist. Und das ist eigentlich die Grundlage für das Motto, was in den letzten Jahren die Wissenschaft uns als Operateuren gesetzt hat, nämlich Save the Meniscus. Wir müssen alles dafür tun, den Meniskus im Kniegelenk möglichst lange zu erhalten und möglichst zu schützen und eben auch möglichst zu refixieren, also zu nähen, zu rekonstruieren, wenn er zum Beispiel, wie auf diesem Bild zu sehen ist, durch einen Unfall kaputt gegangen ist. Und das ist zum Beispiel so ein arthroskopischer Blick in ein Gelenk, wo man wahrscheinlich vor 10 bis 15 Jahren gesagt hätte, das ist hoffnungslos, das heilt nicht von alleine, da müssen wir den Meniskus entfernen und da hat man entsprechend umgedacht. Nichtsdestotrotz muss man auch sagen, dass die meniskuserhaltende Chirurgie keine hundertprozentige Chirurgie ist und dass, wenn man Studien dazu anschaut, wie viele von den Menisken, die genäht werden, dann auch wirklich auf Dauer einheilen, dass man da im Durchschnitt nur bei ungefähr 85 bis 90% liegt. Heißt im Umkehrschluss, bei 10% funktioniert der Meniskuserhalt nicht. Das könnte etwas dazu verleiten, zu sagen, dem Patienten, der sagt, ich möchte aber eine definitive Lösung, ich lasse es mir vielleicht eher den Meniskus entfernen, aber wir sind absolut der Meinung, dass selbst in den Versagensfällen einem Patienten im Grundsatz etwas Gutes damit getan wird und das zeigen auch unterschiedliche Studien. Diese Studie ist eine ganz schöne Studie, die ich sehr häufig zitiere und die genau das zeigt, auf was ich aufmerksam machen möchte, nämlich selbst wenn der Meniskus nicht vollständig einheilt und ein Teil später entfernt werden muss, hat man eben die Situation, dass man meistens eine partielle Einheilung zu beobachten hat. Das heißt, wenn man später einen Teil entfernt, ist das typischerweise weniger, als man es von Beginn an hätte machen müssen, wenn man sich von Beginn an gegen eine Rekonstruktion dort entschieden hätte. Und wir wissen eben auch aus Studien, wenn wir Meniskus nähen, schaffen wir es, die Druckverhältnisse im Gelenk wieder zu normalisieren. Und daraus leiten wir auch ab, und das ist auch wissenschaftlich relativ gut belegt, dass wir damit eben auch in der Lage sind, durch die Rekonstruktion, durch die Naht, das Voranschreiten einer möglichen Arthrose aufzuhalten oder zumindest, und das ist auch sehr viel wert, zu verlangsamen. Dazu gibt es multiple wissenschaftliche Untersuchungen. Das ist eine relativ aktuelle Arbeit, die Sie gar nicht so im Detail verstehen oder wahrnehmen müssen. Aber Sie sehen dort diese Kurven. So stellt man typischerweise Überleben dar, aber auch zum Beispiel Überleben eines Gelenkes. Das ist eine Kurve, wo verglichen wird Meniskusnaht versus Meniskusentfernung und dann die Notwendigkeit der Implantation eines künstlichen Gelenkes quasi als Endpunkt angesehen wird. Und da sieht man genau das, was ich eben, auf das ich aufmerksam machen wollte, nämlich wenn man näht, reduziert man dieses Risiko für ein künstliches Gelenk. Das ist wirklich klar und wissenschaftlich entsprechend bewiesen. Und das versuchen wir auch immer in den Beratungssprechen den Patienten mit auf den Weg zu geben, weil so auf den ersten Blick ist die Naht für den Patienten gar nicht das Attraktive. Es ist ein Verfahren, ich habe eben schon darauf aufmerksam gemacht, was eine gewisse Versagerquote mit sich bringt. Das heißt, nicht immer heilt der Meniskus ein. Und vor allem ist es mit einer aufwendigeren Nachbehandlung, da kommen wir ganz am Ende nochmal dazu, vergesellschaftet. Das heißt, für den Patienten ist es in der Regel am Anfang ein Verfahren, das für ihn aufwendiger ist, längere Zeit der Gehstützen und wo das Ergebnis eben primär nicht ganz so unkompliziert ist und möglicherweise doch länger dauert, bis das gewünschte Ergebnis vorhanden ist. Und deswegen ist es so wichtig, dem Patienten zu erklären, dass es eben eine Investition in die Zukunft darstellt. Natürlich kann man nicht jeden Riss entsprechend nähen und ich möchte so mit Ihnen so ein paar Gedanken teilen, wann man einen Meniskusriss eher mit einer Naht behandeln kann und wann das nicht möglich ist.
Und eine der wichtigsten Grundlagen dafür stellt die Durchblutung des Gewebes dar. Denn einen Meniskus zu nähen macht nur dann Sinn, wenn der Riss auf Basis der Naht auch selbst in der Lage ist, dann wieder zu heilen, und dazu braucht es Durchblutung. Das ist wahrscheinlich eines der bekanntesten Bilder im Bereich der Kniegelenkschirurgie, vielfach abgebildet und vielfach zitiert. Es ist eine Tuschefärbung. Sie sehen diese dreieckige Struktur in der Mitte, das ist eben der Meniskus. Und diese schwarze, spinnennetzartigen Strukturen, das sind die Gefäße. Und Sie sehen, dass auf der linken Seite im Bild, das ist die sogenannte rote Zone, die Gefäße, das ist der kapselnahe Bereich des Meniskus, sehr durchblutet ist. Aber im rechten Bereich des Bildes nahezu keine Gefäße mehr vorhanden sind. Sprich, in dem Bereich, wo Gefäße vorhanden sind, haben Nähte eine sehr gute Chance, Nähte eine sehr gute Chance zu heilen, im anderen Bereich weniger. Relativ plakativ ist der Vergleich mit dem Fingernagel, denn da ist es ähnlich. Wenn der Fingernagel im weißen Bereich an der Spitze einreißt, dann haben Sie dort eben auch keine Durchblutung, die zu einer Heilung prädisponiert, und es bleibt Ihnen nichts anderes übrig, als diesen kleinen Teil des Fingernagels abzuknipsen, während Verletzungen des Nagelbettes eben in den meisten Fällen auch mit einem Erhalt des Nagels behandelt werden können. Das heißt, einer der wichtigen Parameter, um zu entscheiden, ist ein Riss zu nähen oder muss er reseziert werden, ist die Lokalisation. Wo liegt der genau? Und natürlich auch die Rissform, weil ein Riss könnte natürlich auch von dem durchbluteten in den weniger durchbluteten Bereich des Meniskus ziehen. Aber es gibt auch andere Faktoren. Zum Beispiel das Alter einer Verletzung. Immer wenn man Gewebe wieder nähen will, das ist das Gleiche wie mit einer Wunde an der Hand oder am Arm, dann ist es natürlich günstiger, wenn der Riss möglichst frisch ist. Das heißt, wenn man sich zu einer Naht entscheidet, frühzeitige Operation, anstatt eher dann zuzuwarten. Natürlich spielt auch das Alter eine Rolle. Typischerweise ist eher der junge Patient mit einem Sportunfall von Meniskusläsionen betroffen, die dann rekonstruktionsfähig sind. Aber man muss ganz klar sagen, das kalendarische Alter rückt etwas in den Hintergrund. Und man kann heutzutage nicht mehr sagen, ab dem 50., 55. oder 60. Lebensjahr kommt generell eine Meniskusnaht gar nicht mehr in Frage, sondern auch da überwiegen die Faktoren Rissform, Lokalisation, Alter des Risses mehr als das kalendarische Alter. Wir wissen auch, dass die Wahrscheinlichkeit des Einheilens von den Begleitverletzungen abhängig ist. Das heißt, wenn zum Beispiel eine Kreuzbandverletzung vorliegt und die gleichzeitig mitbehandelt wird mit einer Stabilisierung des Gelenkes, hat ein Meniskusriss interessanterweise eine größere Potenz und größere Möglichkeit zu heilen. Heißt für uns bei der klinischen Entscheidung, wir können die Indikation zur Naht entsprechend großzügiger stellen, und schlechter ist die Prognose, wenn der Gesamtzustand des Gelenkes ungünstiger ist, also wenn letztendlich schon eine Arthrose oder Degeneration des Gelenkes entsprechend vorliegt. Wie wird genäht? Hier sehen Sie mal solche Bilder aus dem arthroskopischen Operationssaal. Das kann ganz einfach sein. Man kann manche Risse mit einer Nadel und einem Faden mit etwas manuellem Geschick sehr, sehr gut adaptieren. Es gibt aber dann auch von Seiten der Industrie hervorragend durchdachte Prinzipien, wie es dem Operateur leicht gemacht wird, und das ist letztendlich immer zu einem unmittelbaren Vorteil für den Patienten. Das sind solche Kanülen, die man durch eben kleine, minimalinvasive Schnitte in das Gelenk einbringen kann. Und man arbeitet dann mit solchen langen Nähten, von denen man von innen nach außen, vom Meniskus, das Gelenk nach außen durchstechen kann. Ich zeige Ihnen das gleich noch in einer kurzen Videosequenz, und so Meniskusgewebe nähen kann. Und dann gibt es noch moderne Implantate, wie zum Beispiel solche Fadenankersysteme, die man vor allem auch im hinteren Bereich, was früher mal sehr schwierig war zu nähen, einsetzt. Kann, weil dort laufen die wichtigen Nerven und Gefäßen. Das heißt, dort kann man nicht mit diesen langen Nadeln arbeiten, da möglicherweise das Risiko einer Gefäß- oder Nervenverletzung dadurch besteht. Dieses Prinzip funktioniert so, dass ein Faden an diesen kleinen Metallplättchen, das sind diese gelben kleinen Widerhaken, hängt. Der Meniskus wird durchstochen, hakt dann quasi hinter dem Meniskus ein, und Sie können dann entsprechend den Faden knoten und damit den Meniskusriss adaptieren und stabil fixieren.
In den letzten Jahren gibt es aber ganz viel komplexere Möglichkeiten, auch Meniskuschirurgie zu betreiben. Eine Sonderform stellt zum Beispiel dar, wenn der Meniskus nicht in seiner Struktur reißt, sondern wenn er an seiner Verankerung vom Knochen abreißt. Das waren immer Punkte, wo wir etwas Schwierigkeiten hatten, früher solche Versorgungen durchzuführen. Heute kann man so etwas dann mit Bohrungen und ähnlichen Systemen auch wieder am Knochen fixieren. Das möchte vielleicht ein Teil für einen anderen Fortbildungsabend entsprechend sein. Meniskuschirurgie ist aber in der Regel minimalinvasiv, das heißt, sie kann in der Regel arthroskopisch erfolgen. Das sind 2 bis 3 mm lange Schnitten links und rechts der Patellasehne, direkt unterhalb der Kniescheibe. Und manchmal ist es noch erforderlich, für zusätzliche Verknotungen kleine Zusatzschnitte am Gelenk zu machen. Aber der gesamte Bereich der meniskuserhaltenden Chirurgie ist eigentlich mit arthroskopischen Techniken entsprechend abzudecken.